So, guten Morgen, Kinders. RDLP hier und weiter geht's mit dem Drug Dealer Simulator. Und ja, was muss ich denn machen? Genau, das Geld muss ich noch holen von Tommy Boy. Damit er mir schnellstmöglich wieder eine neue Bestellung reinknallt. Genau, das machen wir auch direkt. Wir gehen natürlich wieder durch den Gully. Ah, ich wollte eigentlich noch Cocaine ziehen, das wäre gar nicht schlecht gewesen. Einfach um schnell zu verschwinden, falls mich Cops sehen. Ja, das sollte ich mir vielleicht sogar angewöhnen, dass ich so was im Slot habe. Damit ich schnell, wenn die mich sehen, erstmal in die Nase ziehen und dann, schnell... Oh, fuck off, ey! Genau wegen so einer Scheiße. Oh, fuck off, ich dachte, man kann da rein. Oh, mein Gott, ey. Du Schwanz, ey, ich hab den nicht gesehen. Oh, mein Gott, ey, das Video geht schon wieder... Eine Minute. Das ist ja klasse hier. Egal. Ja, jetzt sagt mir eh mein Spiel wieder, dass mein Konto minus ist. Ja, komm. Sag es mir. Mein Konto ist im Minus. Ja, ich hab... Das war jetzt ein bisschen schlecht gemacht. Das gebe ich auch offen zu. Ja, egal. Sichtbarkeit ist in Ordnung. Ist hier noch was drin? Nö. Ist ja auch wurscht. Das passiert dem Besten. Blöder Pisser, ey. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Weißt du was? Ihr könnt mich alle mal. Ja, du insbesondere. So, hier ist auch nichts drin. Überall leere Koffer, die ich hier verteile. Alter. So, Tom, hier, gib mir mein Geld jetzt. Das heitert mich wenigstens ein bisschen auf. Wo habe ich eigentlich das andere Geld gelassen? Alter, ich habe so viel Knete mittlerweile, das weiß ich gar nicht mehr, wo ich das alles hinpacken soll. Ist hier was drin? Nee. Weil ich brauche meinen Seesack wieder. Wirf das mal ab. Ja, nicht in den Gully, wenn es geht. Das soll ja nicht nass werden, das schöne Geld. Die 9000 Dollar, die ich mir hart erkämpft habe hier, hart verdient. So, ich gucke erstmal auf mein Konto. Ich glaube nämlich, das ist ein Minus. Und bevor hier Steuerfahndung kommt und ich ende wie Uli Hoeneß und dann, nachdem ich im Knast raus bin, meine eigene Bratwurstfabrik aufmache, gucke ich lieber, ob mein Konto gedeckt ist. So. Ne, natürlich nicht. So, Geld einzahlen. 200. Zu viele illegale Transaktionen. Ne, bei 200 Dollar wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, ey, du suchst mal gleich schon. Ja, fick dich, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, scheiße, ich bin. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Ich bin so ungeduldig gewesen. Ja, klasse. Na, ja, so. How to Sichtbarkeit ganz schnell wieder nach oben bekommen. Das habe ich jetzt nicht eingesehen, dass der mich da zweimal. Ich suche. Mit dem Seesack bist du ja so langsam wie eine Ente. Ja, diesmal bleibe ich stehen. Oh mein Gott. Ja gut. Das kann jedem mal passieren, hier würde ich sagen. Ja, klasse. Ich brauche erstmal Porsche Speed. Ja, jetzt komme ich hier auf keinen grünen Nenner. Junkie Mix. Trash Cocaine muss der eigentlich auch gut sein. Naja. Damals, als mein Kokain noch geballert hat. Jetzt ist es einfach nur noch scheiße. Das habe ich Trash genannt, obwohl das voll geil ist. Und jetzt nenne ich das Hardcore, obwohl es alle umbringt. Ja, ich will richtig drauf sein, so das passt. Damit die mich nicht schon wieder erwischen gleich. Ah, jetzt kann ich hier richtig operieren, Mann. Finde ich perfekt. Ah, endlich sehe ich was. Weil ich kann nicht so gut im Dunkeln was erkennen. Deshalb passt das schon. Alter, bin ich schnell. So. Perfekt. Was wollte ich jetzt machen? So, ich habe jetzt 9000 hier. Irgendwo habe ich noch mehr Geld. Vielleicht den Koffer. Okay, hier sind noch 1000 drin. Die werfe ich auch mal ab. Das war aber nicht das Geld, was ich gemeint habe. Oh mein Gott.
Das auch nicht, das ist Porsche Speed. Okay, hier ist mein Geld drin. Dann wirf das Geld auch mal ab. Ich muss jetzt eh immer mit, oder eigentlich nicht. Eigentlich kann ich auch mit dem hier rumlaufen. Außer ich brauche Meth-Bestellungen, dann muss ich das ändern. So. Zack, abwerfen. Aufheben. Geld abwerfen. Aufheben. Ah, shit, ich habe vergessen, den Rucksack abzuwerfen. Oh. So. Zack. 18.000, Junge, ich bin so rich. Ich bin so rich. wem gehört das Ghetto? RDLP. Wer hat das meiste Money? RDLP. Ja, so sieht's aus, Mann. So. Das ist ein krasser Song, ey. So. Dann muss ich jetzt Geld abliefern. Die haben bestimmt auch noch Geld für mich. Ne, diesmal nicht. Na, egal. Doch, hier. Robin hat was. Und das muss ich eh noch alles machen. Wobei meine Sichtbarkeit ist, glaube ich, wieder ein bisschen hoch. Aber das passt schon. Ich gebe jetzt erstmal Eddie seine Knete. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel das ist. Es interessiert mich nicht mehr. Ich habe so viel, ja. Brauche ich gar nicht mehr darauf gucken. Der könnte jetzt 20.000 von mir verlangen. Würde mich nicht jucken. Naja, gut. 20.000 will mich schon jucken. Aber ich glaube, das sind nur 6.000 oder so. Na, 5.400. Perfekt. Was machen wir denn als nächstes Schönes? Ja, dealen gehen, würde ich sagen. Weil Tom mir ja noch keine neue Bestellung gegeben hat. Wartet, ich habe vergessen, die Zeit zu tracken. Nee, habe ich nicht. Oh, geil. Hat der Part jetzt schon wieder 5 Minuten? What? Ich habe nur Scheiße gemacht. Ich wurde zweimal verhaftet in 5 Minuten. Habe Kokain gezogen in 5 Minuten. Schön. Schön. So. Dann mache ich jetzt die Bestellung. Achso, das ist zum Geld sammeln. Hey, egal, ich gucke jetzt gar nicht, was das ist. Ich mach's einfach. Zum Geld sammeln treffen. Stelle bestätigen. So. Was wollen die denn jetzt alle haben? 28, 48. Das ist nur Ampfe, oh mein Gott. 48, 48, 58, 63 Gramm. Habe ich die noch? Ne, habe ich nicht. Ja, wie meinen das jetzt? Packe ich da Viagra rein. Da ist noch Waschpulver drin. Passt das hier noch rein? Ja. So, Viagra. 15 Gramm. Inhalt der Mühle. Ja, scheiße. Ich habe gar kein Speed mehr. Shit. Geil. So, perfekt. Wie viel ist es denn jetzt geworden? 67 und ich brauche 63, ne? Passt schon. Neuer, stirb. Ist doch scheißegal, wie das jetzt heißt. Werden eh alle sterben. Vor allem, weil da jetzt auch noch Viagra drin ist. Wobei Viagra ist, glaube ich, gar nicht so toxisch, ne? Hey, da fehlt noch was. Leute, da fehlt noch was. So werden die mir ja nie verrecken. 10 Gramm, komm. Weil es so schön ist. Mix anwenden. Weil es so schön ist. Ja, ich muss die Kunden halt jetzt mal loswerden. Ich will Speed aus dem Sortiment nehmen. So. 28, 48, 58, 63 ist richtig. Gott. Na, klasse. Oh, das nervt immer so mit dem hier rüberziehen. Das Paket. Da brauche ich noch 13 Gramm. So, mein Koffer, perfekt. Dann zuckel ich mal los. Ich bin total drauf. Na, scheiße. Gehe ich erstmal zu ihr hin. Da sind Cops. Alter, ich sehe nichts. Es ist so hell. Alter, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Trash-Kokain. 28 Gramm willst du? Perfekt. Werde ich schon mal was los. Ah, oh, Respekt kriege ich auch wieder reingeknallt. Finde ich gut. Überall Cops, ey. Kannst dich keine 2 Meter bewegen, ohne dass du die Saftsäcke siehst. So, hier rüber. Standardweg. Hier sehen sie dich nicht. Ah, hier stehst du schon, Agatha. So, das war Geld. Oh, $1.000 noch. Oh Gott, ich bin so reich.
Boah, die Geräusche nehme ich aber gerade krass wahr. Na, Kokain verbessert das Gehör, wa? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ne? Ja, wo steht denn der Pimmel? Ach, das ist Nate wieder. Na, gib mir mal das Geld, ich muss hier nicht weg. Wie viel war es? 585, das geht ja sogar. So, der nächste steht... Hier. Mia, ich glaube, die wollte eine Bestellung. Ja. Das muss jetzt zackig gehen, da kommen die schon wieder Korps. Dann ist hier noch einer. Ah, Sonnenbrillen-Heini, du bist es. Na, das ist enttäuschend, ne? Da hast du sonst mehr abgeliefert. Na, Sonnenbrillen-Heini, der hat auch ganz schön nachgelassen. Der hat sich aus seinem Erfolg zu sehr ausgeruht. Da werde ich ihm wohl mal eine Lektion erteilen müssen. Indem ich seinen Toaster nicht klaue, sondern auf die höchste Stufe stelle heimlich. Und wenn er sich da morgens seinen Toast macht, ha, dann ist der verbrannt, Alter. Ha, ich bin so mies, Alter. So, erstmal verstecken. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Weil ich habe keine Ausdauer mehr. Und das Kokain wirkt auch nicht mehr wirklich. So, noch eben zu Nati. Nate, wo bist du? Nate, wo bist du? Nate. So. Du kriegst den Rest. Bam! Erstmal Screenshot. Ja, das kann ich eigentlich echt als Thumbnail benutzen. So. Dann habe ich diese Bestellung schon mal. Dann muss ich noch den Rest machen. Weil Tom hat mir noch keine Bestellung reingeknallt. Der Saftsack. Der braucht ja wieder ewig. Der muss noch mit Keiji besprechen, wie viel sie dieses Mal haben wollen. Einige meiner Preise sind so hoch. Es ist mir egal. Dann mache ich jetzt erstmal... Ach, du kannst mich mal. Amerena, du bist immer nur am Meckern. Merkst du das nicht? Mecker, 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 mecker. So, Kennel. Für Bambinos runter, what? Downtown, nein. Eastern Slums, Speed, hier kriegst du. West Downtown. Red Asia, Stink. Fick dich doch. Umgebung, Two Towers, Bambinos. Der Preis ist hoch von Bambinos, das ist ja wohl ein Witz. Wisst ihr was, ich will das ja eh nicht mehr verkaufen. Ups! Nee, Guess. Ja, wir machen 20, damit das noch im Bereich ist. Das ist scheißegal, ey. Ich will das eh nicht mehr verkaufen, wann checken die das endlich? Aber ich habe ja gar nicht mehr so viel, das ist ja madig. 2, 3, ah, das ist, die Anzeige ist im Weg. So, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Gramm. Und wie viel sind hier dran? 14 Gramm. Da muss ich das nochmal strecken. Ja, und nützt ja nichts. Da ist kaum noch Speed drin, Alter. Ach du Scheiße. Ich glaube, das nehmen die gar nicht mehr an, ey. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch annehmen. Also ich würde es nicht annehmen. Ich bin ja auch kein Speed-Junkie. So, 13 waren das, ne? Oh mein Gott. Ja, krasser Scheiß. So. Was? Ja, das geht doch noch alles. Jetzt beruhigt das Spiel. War da noch Coke bei? Nee, das war nur Ampfe jetzt. Von der absoluten Todesmische. Jetzt ist da noch mehr Fentanyl drin. Also wenn sie jetzt nicht verrecken, dann weiß ich nicht mehr, was abgeht. Dann sind sie echt hart im Nehmen. Yeah, never break my swag. Ich verticke Speed und kein Crack. Denn Crack ist Rack. Yo. Oh mein Gott. Meine Freestyle-Skills on fire heute wieder. Ah ja, nimmt das echt noch an. Ja, Premium. So, Cordy, das war Cordia, ne? Wo ist der, die, sie, Daniela? Okay. 2 Gramm. Die feinste Mische ist das hier. Du wirst begeistert sein. Ja, hier kannst du halt echt nicht sprayen. Wie sollst du hier Respekt bekommen in Eastern Slums? Ich habe hier 2 Kunden. Probierproben kann ich da auch nicht verteilen. Wie soll denn das gehen, Spiel? Du bist witzig. So.
Lalalala, da sind Cops. Den gehen wir schön aus dem Weg. Gekonnt. Na, total gekonnt mache ich das hier. Ist jemand in Dings? Ja, Henry. Und ich habe eine Vandy angewählt, weil die in Downtown ist. Das macht natürlich wieder Sinn. Ist ja wieder ganz schön verschissen. Na, diese Vandy kriegt jetzt nichts. Ich habe keinen Bock, jetzt nach Downtown zu gehen. Einfach rüber. Scheiß auf die Cops. So. Ja, ich hab's. 1 Gramm, weil der Preis ja zu hoch ist. Na, das ist noch der alte Preis. So, Emma, du bist auch neu. Naja, neu siehst du nicht aus. Siehst aus, als ob du täglich 30 Schachteln Zigaretten raus zum Frühstück. Und danach geht's weiter. So siehst du wirklich aus. So, wo ist der nächste Kunde? Der Henry. Letztes Mal habe ich ihn nicht beliefert, da war ich zu schlecht. Oh Mann. Oh, klar, dass die hier lang gehen. Jetzt hier lang. So, einfach durchrennen. Da passt schon. Muss jetzt ganz schnell zu Henry, nicht dass der mir wieder abspringt, der Typ hier. So. So, Henry, wo bist denn du? Da. Das ist Henry. Oh Gott, ich dachte, der sieht anders aus. Der sieht eher aus wie ein Günther. So. Wieso habe ich denn so viel mitgenommen? Ich habe mich ja total verdeelt. Ja, wurscht. Ja, wegen 1 Gramm stolziere ich da jetzt nicht rüber. Dann wähle ich erstmal die anderen Bestellungen an. Willst du was probieren? Ich hätte gerade was dabei. Nee, willst du nicht? Okay. Ich muss das gleich eh nochmal strecken. Mit Hero, da kommt noch mehr Hero rein. Komm. Das ist gar kein Speed mehr. Das ist einfach komplett scheiße. So. Ah, toll. Wieder 1000 Bestellungen. West Dead Town. Ja, dann gehen wir jetzt nach Dead Town und Bad Asia und den ganzen Krempel. Ja, das mache ich noch eben in diesem Video. Ist jetzt egal, was die wollen. Ich mache es einfach. Alter, die wollen alle Ampfe. Ich habe kein Ampfe mehr, ihr Schwanzgesichter. Ey. Schwanzgesichter. Alter, die wollen alle Speed. Ihr checkt nicht, dass ich das nicht mehr verkaufen will, oder? Jetzt habe ich den Preis schon so hoch. Ja, witzig. So, aufheben. Zack. Ich habe ja nicht mal mehr Speed. Da muss ich nochmal ordentlich strecken hier. Warte, ich hatte da noch Speed drin. Meine ich jedenfalls, ja. Nee. Nee, das ist kein Speed. Ich hätte schwören können, dass ich noch irgendwo einen Speed-Koffer habe. Was sage ich doch? Porsche Speed. Der gute. Einfach mal den Tisch vollhauen. Kommt das da gleich alles rein. So, ich muss ein bisschen hinne machen. Weil sonst springen die Kunden wieder alle ab. Zack. Zack. Ja, das ist scheiße gemacht hier mit diesem, wenn du 1 Gramm überall auf dem Tisch hast. Dass du das nicht irgendwie markieren kannst und dann, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen aufwendig. Egal, ich will mich nicht beklagen. So, ich beklag mich aber. So. So, wie viel sind es jetzt? 41, da kommen dann noch 5 Gramm Waschpulver rein. Und Hero, wo ist mein Hero? Hier. 15 Gramm. Passt schon. Mix anwenden. Ist scheißegal, wie das heißt. Ich pack das noch eben ab und dann gehen wir noch eben dort verticken. Die bringen wir jetzt alle um die Ecke, die Kunden. Ja, die wollen es irgendwie nicht einsehen. Also ich habe jetzt schon alles versucht. Astronomisch hohe Preise und was nicht alles. So, wie brauche ich denn 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16. Okay. 16.
16, 16. Perfekt. Die müssten jetzt aber alle in dem anderen Gebiet sein, ne? Ne, natürlich nicht. Mich wieder versehen. Erstmal speichern hier. Falls ich wieder einen Bug reinbekomme, dann kann ich schön neu starten, ja. So. Dann gehe ich erstmal zu diesem Dimitri, wo auch immer der Typ ist. Ich habe den noch nie gesehen, diesen Dimitri. 1 Gramm, ey. Was für arme Schlucker ihr seid, ey. Das kostet nur 11 Dollar, ey. Da wirst du aber mehr von kaufen können. Schwanz. So, hier ist auch noch einer. Ich bin so schlecht. Wo ist denn der Typ? Nee, ich hab mich versehen. Mein Fehler. Benedikt. Benedikt? Sind die jetzt alle drüben oder was? Nee, doch. Nee, keine Ahnung. Jetzt sind die hinter der Mauer oder nicht? Müsste hinter der Mauer sein, ne? Egal, ich werfe jetzt erstmal meinen Koffer ab. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Todesspeed. Oh mein Gott, ey, werf ihn doch vernünftig ab. Ja, das müsste passen. Ich will hier noch fertig werden. Hey! Hey! Don't move! Ja, komm. Schneller, schneller, schneller. Ich stehe voll unter Strom. So, schönes Ding. Dann beliefere ich mal die Lolli-Kinder. Oh, geiler Track. Der geht ab. Da kannst du richtig schön einen Krimi zu lesen, zu der Mucke. Boah, die sieht gut aus. Wendy! Tut mir leid, dass ich dich jetzt umbringe, aber nicht schlecht. Du siehst ja besser aus als Rose. Naja, das nun nicht, aber... Na, das ist schon Konkurrenz für Rose. Also, da überdenke ich das doch nochmal. Ob ich wirklich mich an Rose für immer binden will. Ja, Mia, du kannst da gar nicht mithalten, ne? Na doch, eigentlich schon. Wenn sie sich ein bisschen mehr rausputzen würde, dann könntest du locker bei Germany's Next Topmodel verlieren. Ah, das war mies. Die Arme. Sie hat doch nur Träume. So. Jede Frau will Germany's Next Topmodel gewinnen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ja. Das steht bei jeder Frau mit 6 Jahren schon auf der Wunschliste. Ja, Wahnsinn. Danke für diesen Freeze. Ich hoffe, meine Aufnahme geht jetzt noch. Es wird schon gut gegangen sein. Ich kontrolliere das jetzt nicht. Ich mache einfach weiter. Ah. So, perfekt. Der geht hier ratzfatz. Jetzt will ich die Leute auch auf Verrecken sehen hier. Das gibt's doch nicht. Ist doch scheiße. Kann ich das rüberwerfen? Ich bin wieder für alles zu schlecht. Ah, hier kann ich wieder nicht rüber. Eh klar. Gehe ich halt hier lang. Sie sehen mich schon nicht. Todesmission auf dem Friedhof verteilt. Ja, kannst gleich hier bleiben, mein Freund, Ben. Such dir schon mal eine schöne Stelle aus. Dann überlebst du nicht. Wow, East Dead Town. Da war mein Respekt so hoch mal. Und jetzt ist er total am Arsch. So. Das müsste Juliette sein. Die chillt hier eigentlich immer. Ne, es ist nicht Juliette. Das ist Conchita. Conchita, ja. Gut. Wo ist denn dein Bart? Ne, Quatsch. Wo ist sie denn? Die Juliette. Juliette hat doch was bestellt, oder nicht? Klar, Juliette was bestellt. Oh, schon wieder Cops. Oh, ich hänge am Kaktus. Oh, verpiss dich doch, du dummer Autoreifen. So, laufe ich mal zu der hin. Alter, sind das viele Bestellungen. Ach, das ist ein Kerl. Alter, der Soundtrack ist echt das Geilste an diesem Spiel. Jedes Mal ein geiler Song, wenn du irgendwo Mucke hörst. Das ist schon geil gemacht. Das ist Juliette. Diesmal habe ich dich nicht vergessen, meine Liebe. Hä, wieso habe ich jetzt schon wieder zu wenig Speed? Das kann nicht sein. Ich habe es vorher abgezählt. Ich habe es wirklich diesmal abgezählt.
Das ergibt keinen Sinn. Das check ich jetzt gar nicht. So, wer will denn den 1 Gramm? Der Bjuko, wie auch immer der heißt. Die werden mich schon nicht anhalten. So, das ist er, oder? Mit dem kann ich gar nicht reden, okay. Geh mal hier hoch. Jetzt hänge ich wieder am Kaktus. Ja, auf die Bestellung scheiße ich jetzt. Ey, ganz im Ernst. Ich hatte das extra abgezählt, ey. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das check ich nicht. Ich hatte extra gesagt, yo, 13 Gramm, das passt. Und dann passt das wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, Speed, das kannst du eigentlich auch knicken. Ich versuche, also ganz im Ernst, das gibt überhaupt kein Geld. Da kann ich auch Klobürsten verkaufen gehen. Ja, das bringt genauso viel Geld wie diese Speed-Scheiße. Mach hinne. Ich muss mir Porsche Speed holen, damit ich ihr das geben kann. Trash-Kokain. Okay, ich habe eine neue Bestellung. Ja, ich habe hier kein Speed liegen, dann soll wer auch immer das war, mich am Arsch lecken. So, ich brauche dann aber erstmal Aceton. Komm hoch. Gut, dann habe ich eine neue Bestellung von Tommy Boy. Dann machen wir die im nächsten Video doch direkt. Aceton brauche ich noch einmal, meine Liebe. Und Waschpulver könnten wir auch nochmal holen, komm. Aber nur eine Packung. Oh, Amy. Ah, jetzt habe ich schon 3 Frauen hier im Spiel am Start, die ich verknallt bin. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Also Rose, Amy und ich habe ihren Namen vergessen, aber ihr wisst ja, wen ich meine, die ich gerade gesehen habe. Wie hießen die? Ich weiß es nicht. Tatjana, was weiß ich. So, perfekt. Ja. Schmickerfurries kriegt jetzt nichts mehr. Kann mich mal. Was habe ich jetzt noch für Bestellungen hier? Okay. Ja, meine Preise sind zu hoch. Durchschnittliche Zufriedenheit. Nicht super, aber nicht fürchterlich. Ja, das habe ich auch immer damals beim Elternsprechtag gesagt. Wenn die Lehrer mich gefragt haben, ja, wie schätzt du dich denn selber mündlich ein? Ja, nicht gut, aber auch nicht super schlecht. Ja, so, gut, dann bestelle ich mal direkt bei Eddie 920. Das mache ich noch eben in diesem Video. Habe ich noch irgendwas gemixt? Ne, habe ich. Ich habe nichts mehr. Das kann doch nicht sein. Ich habe hier echt gar kein Meth mehr. Alles aufgebraucht. Hier krasser Schatten. Ne, da hinten liegt noch was. 100 Gramm Meth. Ah, 200 Gramm habe ich noch. Perfekt. Ja, ja, das ist mir sowas von egal. Die kann ich mal. So. 200 Gramm, dann holen wir, ja, keine Ahnung, 680. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das noch werden soll. Also irgendwann liefere ich dem ja 15.000 Gramm. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Los, Eddie. Okay, perfekt. So, dann wär's das für dieses Video. Das machen wir im nächsten Video mit der Lieferung. Und dann steigen wir noch mehr Level auf. Bis dann, RDLP. Und vielleicht sind ja welche verreckt.